Moin, ihr Zuberster und Zuberstererinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Novussimus. Hallo. Mit Sander zusammen. Hallo, hallo, hallo. Und wir haben heute ja wieder unseren super-duper Masterplan, ja. Denn wir werden den lieben Geilo-Kev mal heute eine Runde trollen. Das wird Geilo. Der wird das aber nicht so geil finden. Aber wir müssen Gas geben, weil der Kev hat nämlich gerade in der Konfi geschrieben und es kann sein, dass der Kev... Komm mal eben kurz runter, nimm mal eben kurz den Sandstone hier, weil du musst dann hier oben gleich ein bisschen drüber bauen, so weißt du, dass das wie so ein Gang aussieht gleich auch. Ach so, meinst du das? Okay. Mhm. Dann sammel den immer wieder ein unten noch. Ja, weil ich mache hier an den Seiten überall Sand hin. Warte, ich mach mal den Sand eben weg. Das müsste ja jetzt eigentlich reichen, ne? Warte mal, können die den in der Luft halten, die Sticky Pistons, wenn der Sand schwebt? Weißt du das? Wie meinst du das? Der müsste eigentlich gehalten werden, ne? Wie meinst du das? Probier mal. Warte, ich probier das mal eben. Ich weiß nicht, was du meinst jetzt gerade. Sorry. Ja, warte, ich probier's jetzt mal aus eben. Moment. So, jetzt musst du da oben gleich wieder nachsetzen, ja? Ja, ich setze immer... Alter, das fällt ja alles hier runter jetzt. Weil ich muss hier an den Seiten rein. Ja, ist ja nicht schlimm. Du kannst ja immer Sandstone da hinsetzen. Ja, ich habe keinen Platz im Inventar. Hast du eine Schaufel? Ja, aber ich benutze die nie, weil ich einfach dumm bin. So. Gute Einsicht. Ach, scheiße, jetzt fällt hier auch wieder alles runter. Boah, Junge. Du sammelst du mal hier unten ein. Da unten liegen richtig viele Sachen. Ja, habe ich gesehen. So. Hab alles. Okay, jetzt kann ich die Dinger erstmal bauen. Oh. Ich baue dir hier so einen Deckel drüber, ne? Ja, jetzt fällt hier an den Seiten aber auch nochmal runter. Ah, okay. Das mit dem Sand ist richtiger Abfucker und hier hinten muss auch nochmal. Ich nervig. Kev trollt uns ja mehr als alle anderen, ey. Ja, das ist jetzt ein bisschen Arbeit, aber bei dem wird das auch wunderbar funktionieren. Ja, sollen wir einfach an die Falle auch irgendwie sowas wie Geilo schreiben? Das ist richtig Geilo bei dir mit dem Sand. Wir haben ein bisschen Sand gefarmt, schreiben wir einfach unten auf die Schilder. Ja, ohne Witz, ich wette mit dir, wir sind nachher die meistgehassten Leute hier in diesem Projekt. Aber hundertprozentig. Aber, YOLO. Scheiße, ich muss einen höher gehen. Fuck, Alter. So. Das ist nicht Geilo. Nicht Geilo? Nee, gerade ist hier nicht Geilo. Da fällt nochmal Sand irgendwo jetzt das runter. Das Geile ist ja einfach mit den Carpenters, warte. Mit den Carpenters ist es einfach so mega asozial. Ja, weil du siehst das einfach nicht. Du siehst es einfach nicht. Das ist das Ding. So. Warte mal, hier fällt er runter, ne? Ich baue schon mal nach unten, ja? So, warte. Ja, baue mal nach unten. Ich mache jetzt mal einen Sand dran. Mal gucken. Nee, der hält den nicht, siehst du? Das heißt, hier musst du jetzt mit Sandstone arbeiten. Ja, ist doch nicht schlimm. Mach mal Sandstone an die Carpenters dran, bitte. Hier, also an die. Ich habe aber nur einen. Warte, ich baue noch eben einen ab. Warte. Oh fuck, Alter, was ist denn jetzt hier? Scheiße, habe ich mich vertan oder was? Warum? Ah, warte. Oh ja, ich habe mich einmal vertan. Egal, ist nicht schlimm. Das passt schon. Ich ändere das nur ein bisschen um jetzt hier. Warte mal, ich nehme mein Sigil mal eben kurz. In der Hand, falls ich runterfalle oder so. Was mach ich denn da? Oh, hier ist ein Schienensystem. Ja? Alter, hier ist das übertriebene Schienensystem. Was geht ja, ab? Ja, das ist von Dena zu Kev. Nice, Alter. Dann fällt er daran vorbei. Der fällt genau daran vorbei. Kann ich es nochmal einmal kurz angucken, was sie so Schönes gebaut haben? Und dann ist Ende. Kein Leben mehr. Alter, hoffentlich funktioniert das. Weißt du, was richtig geil wäre? Wenn Dena und Kev zusammen aufleben und beide das Ding finden. Und dann beide gleichzeitig sterben. Das wäre so toll. Ich würde so lachen. Scheiße, ich glaube, ich habe ein bisschen gefailt jetzt. Warum? Ach nee, warte mal. Nee, ich hab nicht gefailt. Passt. Ein bisschen Eisenfarmen nebenbei ist auch nicht schlecht. Wie weit gehst du runter? Bin sehr weit runter gegangen, aber ich weiß, Kev kann bestimmt fliegen, ne? Das darfst du nicht vergessen, weil im letzten Moment fliegen die und dann denken die, haha, ihr Idioten. Ja, dann setzt du einfach Lava hin. Oh, ich baue mal eben die Kohle hier ab, Alter. Why not? Kohle und Eisen. Dicke Ausbeute noch beim Trollen. Das brauchen wir alles für nächste Woche, Leute. Das wird ordentlich werden, ey. Es wird richtig ordentlich werden. Ja, okay, es funktioniert bei ihm auch schon. Echt? Ja, funktioniert auch. Nice.
Okay, also ich habe jetzt relativ weit runtergebaut. Soll ich jetzt hier unten einmal Lava hinsetzen? Ah, warte, ja, kannst du machen. Ja, komm, ich setze jetzt einfach mal. Ne, warte, die Kohle nehme ich auf jeden Fall noch raus hier. Dieses Skelett geht mir gerade richtig auf den Sack, aber ich habe keinen Bock, es jetzt zu töten. So, ja. Jetzt setze ich hier überall noch, ja, das hin. Perfekt. Jetzt muss ich eben mein Leben regenerieren, sonst habe ich ein Problem. So, und jetzt muss ich noch eben kurz gucken, dass ich das so mache, dass der da auf jeden Fall auch auf die Druckplatte kannst gehen du mal ganz muss. Kurz aufmachen? Oh, Scheiße! Oh, ich bin fast gestorben, halbes Herz. Kannst du hoch, ne? Ja, mein, das Problem ist, mein Blood-Orb ist leer. Und deswegen hat er sich an meinem Leben ergötzt. Warte, lass eben auf, bitte. Warte. So, jetzt. Jetzt nicht zumachen. Ja, komm. Oh, Glück gehabt, ey. Hast du noch Sandstone? Ein. Okay. Warum? Setz dir mal. Das Problem ist, wir haben das viel zu, guck mal, setz dir mal dahin hier. Da kommt der nicht durch, ne? Das Problem ist, der könnte jetzt jederzeit hier oben so runter und dann wäre der drinne, weißt du? So. Ich müsste das, eigentlich müssten wir die Treppe tiefer bauen. Die müsste hier losgehen. Da muss ich nur alles nochmal umbauen. Nee, warum? Das geht doch so. Ah, nee, der springt. Ach, der springt da. Ah, der muss da drauf. Oder wir machen das hier oben noch so ein bisschen wie ein Hügel davor. Dass der dann hier durch muss. Quasi. Dass wir sagen, wir setzen jetzt hier noch einen Sandstone hin. Pass auf, ich hole jetzt einfach Sandstone von hier hinten. Das müsste ja eigentlich klappen hier. Geilo. So. Oh, was ist das denn? Das andere Limestone, ist das scheiße. Nur Sandstone brauche ich. Okay. So. Sand. Ich habe noch ein bisschen Sandstone. Ja, du musst den jetzt so da setzen, dass wir gleich schön Sand da drüber hauen können. Dass man das nicht mehr erkennt. Hä? Limestone? Wo ist denn der Sandstone jetzt, Alter? Bin ich doof? Ach, hier ist er doch. Keine Ahnung. Nee. Das ist zu tief. Ja, das ist zu tief, hab ich gerade gesehen. Ja, aber du. Ah, der springt nicht da rein! Ich wollte gerade abbauen. So. Und dann machen wir hier wie so ein Hügel. Ah. Brauchst du mich jedes Mal? Ich hau dich doch gar nicht. Was ist ich? Du läufst gegen die Kakteen, du Pflaume. Ach so, die Kleinen. Ja. Ich weiß nicht, ob das zu auffällig ist, wenn der eine hier ist. Das ist ja nicht schlimm, den können wir wegmachen hier. Oben den. Weil guck mal, er muss ja hier hin. Ja. Hey. Geht das? Ja, ja. Okay, pass auf, warte. Und dann setze ich hier unten ein Schild hin. Brauchten ein wenig Sand. Ein wenig Sand. G-Time. Schreib, das Geschenk ist in der Kiste. Schreib einfach noch zum Schluss, das Geschenk ist in der Kiste. Da geht der wenigstens den Gang runter, weil der denkt, da ist eine Kiste oder so. Schreib irgendwie so, das Dankeschön ist in der Kiste oder so. Das Danke schön ist in der Kiste. In der Kiste. Aber warum hat er hier so komische Beeren? Was ist das? Und kleiner als drei. Alter, der hat sogar ein Haus. Okay. Leg mich. Schlafen könnt ihr nicht. Leider gerade nicht. Ich liege gerade in Kev sein so. Bett. Doch. Kevin kann. Ich schlafe jetzt bei dem Menschen, den wir nachher umbringen werden. Das ist so geil. Der muss auf jeden Fall die Schilder sehen, deswegen beleuchte ich das da unten nochmal eben kurz. Ah!
Oh, boah, nein. Alter. Mach mal auf, mach mal auf. Schnell. Ich bin weiter weg, ich bin schnell. Kevin. Oh Gott, ich komm doch schon, Mann. Die Falle ist so gut, dass ich da selber reingefallen bin. Das kann doch nicht wahr sein. Junge, also einmal lässt man dich auf den Augen. So, jetzt ist das da unten beleuchtet und dann steht er hier oben, dann steht das Geschenk, das Geschenk, Dankeschön, ist in der Kiste. Ach, scheiß drauf, Alter, wir lassen es einfach so stehen. Lass es einfach so stehen. Er soll denken, dass wir ein bisschen dumm sind. So, wo fliegen wir jetzt hin? Jetzt suchen wir Buddies ihr Grundstück. Die Frage ist, welches von denen ist? Die Buddies haben eigentlich ordentlich Maschinen, so wie ich gehört habe. Ja, das habe ich auch gehört. Die sollen wohl am Rand zur Wüste oder so sein. Ah, hier oben ist das. Auf hier. Dem Berg, ja, ich habe das. Ja, okay. Ja, ich bin auch nice. Da. Okay. Ja, hier stehen die beiden Betten von den Süßen. Okay. Hey, hier droppt Kohle. Ja, die verschwindet ja jetzt gleich. Deswegen sammle ich die mal lieber ein. So, sollen wir das irgendwo hier hinbauen? Hä, aber warum ist denn hier so ein... Das sieht aus wie der Kopf von Spark of Phoenix. Das ist Carscrafter sein Kopf. Oh, das ist Carscrafter sein Ding. Und Demeter. Oh. Okay, das... Lass uns mal ganz schnell hier gehen. Das mit war... denen lege ich mich nicht an. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Mit Demeter lege ich mich nicht an, Junge, der... Ich habe letztes Mal schon zu Revi gesagt, der fickt dich mit seiner Erfahrung. Ja, aber wo... Hä, wo sind denn die Buddies? Hör mal. Early Boy. Early Boy hat einfach gar nichts auf seinem Grundstück. Ja, Early Boy, der kann ja auch nix. Early Boy, der sagt der immer... Der hat nichts gebaut. Dieses Projekt gebe ich richtig Gas. Und dann... Early Boy hat einfach nichts gebaut. Hilfe. Hä, wo sind denn die Buddies? Hier ist auf jeden Fall... hier sind auch noch Maschinen und Smelteries und sowas. Hier ist Sinus auf jeden Fall. Ich weiß aber jetzt nicht, wo du bist. Immer... Aber da hinten waren zwei Betten, warum? Ja, Debitor und Castcrafter, die bauen, glaube ich, auf einem Grundstück. Ah, die verbinden ihre beiden Grundstücke, glaube ich. Weiß ich nicht, aber hier rennt Klim rum gerade. Also das fragt man, ob er weiß, wo die Buddies sind. Ich weiß, dass auf jeden Fall irgendjemand mir geschrieben hat, am Rand zur Wüste. Ich habe Klim gerade ein Schild hingestellt, aber von LOL draufgeschrieben und weggegangen. Am Rand der Wüste. Also das ist auf jeden Fall Kunga. Warte mal. Hier, ich hab die Buddies, ich hab sie. Komm, neben denen sein Grundstück, links von dem. Ja, das ist auf jeden Fall Buddies. Ja, ja, hier ist auch die Garage und alles von denen schon. Wo bist du? Komm mal zu denen sein Grundstück. Weißt du noch, wo das war? Ja. Oder weißt du, wo die Farm ist, wo wir vorhin waren, mit den Karotten und so? Ich glaube schon. Komm da hin. Ey, hier steht so ein Roboter. Sollen wir dem einfach sagen, dass der Revi sein Grundstück abbauen soll? Boah, Alter, das wäre übel, ne? Also ich bin bei denen das Grundstück jetzt gerade. Ja, komm zu dieser Farm. Zu dieser Farm, wo ich gesagt hatte. Die ist ein bisschen über der Arena gewesen. So ein schräg darüber. Du müsstest irgendwann meinen Kopf auch auf der Karte sehen, so quasi. Ja, du fliegst gerade an mir vorbei. Komm zurück. Ach, da. Ist das das Grundstück von denen? Nein, nein, hier. Sind direkt dran vorbeigeflogen. Ah, hier. Okay, nice. Guck mal, die haben jetzt sogar so einen Tunnel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sollen wir einfach den Tunnel von denen? Danke für 2 Stacks Kohle. Weiß, weiß. Okay, also ich würde sagen, wir bauen einfach den Tunnel um. Ja, wir müssen nur die Erde hier wegmachen. Wir nennen uns dann das Tunnelverschönerungsteam oder so. Ja, hier. genau. Das ist gut. Soll ich hier unten schon mal die Schilder hinschreiben? Ja, kannst du machen. Das aber Tunnel... ja, oben muss noch umrandet werden gleich, dass das nicht hier... Das Tunnelverschönerungsteam war hier. Das Problem ist, der ist 2 breit. Wir müssen den auf 1 breit machen. Ja, können wir machen. Wir sind ja das Tunnelverschönerungsteam. Ja. Schreib oben, dieser Tunnel ist zu breit. Er ist
dadurch war er nicht schön oder so. Ja, genau. Dieser Tunnel war zu breit. Wir haben ihn für euch angepasst. Unten haben wir noch ein Geschenk, haben wir die Rohstoffe in einer Kiste. Grüße, Zander oder G-Time und Zander. So. Also, dieser Tunnel war zu breit, wir haben ihn für euch angepasst. Unten haben wir noch die Rohstoffe in einer Kiste. Grüße, G-Time und Zander. Okay. So. So. Nehmen wir das noch. Schön. Aber lass uns das mal in der nächsten Folge zu Ende bauen, bitte. Weil wir sind jetzt schon wieder bei 17 Minuten. Ah, ich bin jetzt schon fertig, so gesehen, mit dem Ding hier. Okay. Das ist schon soweit fertig hier. Das ging jetzt schnell bei denen, weil das nicht so kompliziert war. Wir müssen jetzt nur noch hier oben die Umrandung machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, ja, dann machen wir das in der nächsten Folge. Jo. Dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, checkt die Beschreibung aus und schaut beim Zander vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Minecraft Novissimus hier. So sieht's aus, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Der liebe Gamer Sam ist wieder mit am Start. Und wir haben in der letzten Folge, ja, ein wenig was gemacht bei ein paar Leuten. Lass uns mal eben hier in die Betten legen von den beiden. Okay. Wir schlafen immerhin in den Betten von unseren Opfern. Das ist so unsere, wie so Serienmörder sind wir. Genau. So richtige schlafen immer in den Psychos. Betten von den Leuten, die wir töten. So richtige Psychos sind wir. So, wir müssen auf jeden Fall gucken. Ja, siehst du, guck mal. Hier, die unten hat sich schon angepasst, siehst du? Ja, ja, das ist scheiße. Warte. Pass auf, ich sammle Holz, weil dann können wir das wirklich schöner machen. Pass auf, ich zeig dir, wie wir das machen. Hä? Was denn? Ich mach das doch jetzt gerade hier. Hast du Holz? Ich hab noch Holz, ich kann dir geben. Ja, warte, ich hab jetzt nochmal einen Baum abgefarmt. Hammer. Auf jeden Fall genug. Oh, ein Ei, das will ich aber nicht wegschmeißen. Aber die Saplings kann ich wegschmeißen. So. Wo ist es da? So, jetzt kann ich nämlich hier, mache ich jetzt so. Ja, Vorsicht, darunter ist nur auch noch. Boah, nein, jetzt reißt das Schild ab, ne? Nein. Das hätte ich vorher machen müssen. Ja, das ist aber das Problem. Das ist zu viel. Ja, aber es geht nicht anders, weil die können von hier... Ah, nee, warte mal. Von hier auf die Druckplatte springen, ja? Ja, dann fallen die genau drauf. Wenn die dann runtergehen, fallen die rein direkt. Na, pass auf, wir machen das einfach so. Ups, warte. Meine Spitzhacke ist aber fast kaputt. Du musst, glaube ich, tiefer buddeln. Ist nicht schlimm. Das mache ich. So. Hast du noch ein Holz? Den dann hier an die Seite setzen, hier. Ja, nice. Das sieht doch richtig schön aus, ey. Haben wir richtig schön beleuchtet für die hier. So, zack. So. Ja, denk nur dran, das Schild dran zu machen wieder, ne? Dass wir den verschönert haben und so. Dieser Weil Tunnel war zu breit. Wir haben ihn für euch verschönert. Was habe ich auf dem letzten Schild geschrieben? Auf dem rechten. Ja. Guck mal bei mir. Was steht da? Auf dem rechten? Einer Kiste. Einfach einer Kiste? Dass, ja, da steht nur einer Kiste. Du hast ja irgendwas gesagt. Ja, genau. Dieser Tunnel war zu breit. Wir haben ihn für euch verschönert. Und die... Und eine... Über...
Warte. Überraschung. In. In. Und an einer Kiste steht auf dem anderen Schild, ne? Ja. In einer Kiste. Grüße, G-Time und Zander. Okay. Ich glaube, ich baue mir auch so Windturbinen, Alter. Ja, die Wind... Gerade mal so, was wir hier gebaut haben schon. Die Winddinger so. Gehen ordentlich ab, die produzieren ordentlich Strom, ne? Die haben sogar schon ein ME-System, ne? Ja, ja. Da müssen wir auch gucken. Ja, aber die sind, halt, zu zweit, Digi, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja, wir bauen, also wir bauen jetzt auch hier diesen Ofen, bauen wir jetzt als nächstes. Ja. Aber wir machen noch einiges. Also jetzt in den nächsten Folgen geht's auf jeden Fall ab. Kevin und ich wollten jetzt 1, 2, 3 Folgen ein bisschen trollen. Und jetzt wollen wir anfangen, ein bisschen Gas zu geben. Ist der Tunnel noch nicht ganz runtergebaut? Nein, nein, du kannst einfach reinkommen. Okay, warte. Aber warte, einer... Du hast gesagt, du kannst einfach reinkommen. Hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Ja. Ich hab auf dich gehört. Ja. So, da die wahrscheinlich Jetpacks haben, werde ich aber... Du brauchst auch nicht so tief bauen. Weil je tiefer die fallen, umso höher ist die Chance. Was? Nein! Gut, dass ich hier geschlafen habe. Hä, warum bin ich jetzt gestorben? Ich weiß es nicht. Also ich bin auf jeden Fall nicht von dem Ding runtergegangen. Aber... Ey, hast du einen Eimer? Warte, ich hab einen Wassereimer, ja. Soll ich den reinkippen einfach? Nein, du musst das Wasser auskippen und die Lava da wegholen. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Weiß ich nicht, meine Sachen stehen da unten. Ja, weiß ich nicht, ja. Wenn ich da jetzt reingehe, sterbe ich auch noch. Nein. Geh doch mit dem Wassereimer vorsichtig runter, dann löscht doch die Lava erstmal. Ja, und dann sind meine Sachen weg. Nee, wieso sollten die weg sein? Vorsicht nur nicht, dass du ertrinkst. Brauchst du eine Spitzhacke? Ja! Ja, du brauchst eine! Ah! Was? Ah! Ah! Was ist los mit dir? Der Grabstein ist da, ne? Ja, ich seh nichts mehr, weil überall Koordinaten vor meinem Gesicht. Ich seh, wie du gegen die Lava kämpfst. So eine Kacke, ey. Erstmal stürzt du selber bei der Falle von den Buddies. Definitiv. Ja, die Falle ist so gut. Hä? Du bist zweimal gestorben, denk dran. Oh Mann, so eine Kacke, ey. Was hab ich jetzt hier gemacht? Was ist das? Hörst du das Geräusch auch? Ja, dieses... Ja, Mann, was ist das? Hä? Was passiert hier? Alter, was ist das? Komm schnell hoch, nicht dass Kev schon auf dem Server ist, schon ausrastet. Alter. Was machst du da? Keine Ahnung! Kevin, ich komm jetzt hoch! Ja. Boah, ich will da nie wieder rein! Nie wieder! So. Jetzt können wir erstmal wieder zurück auf unser Grundstück gehen. Oh Mann, war das eine Kacke. Hier war noch eine Pickaxe. Und meinen Kopf kannst du auch haben. Nee, den will ich nicht. Ja, aber dann musst du ja hier weg. Sonst sehen die, dass wir hier waren. Den doch eh wegen den Schildern. Das stimmt, Alter, aber dann sehen die, dass ich gestorben bin. Alter, was hat Revi hier gebaut? Junge. Ich hänge mir jetzt einfach ein Schild an sein Haus und schreibe, sein Haus ist hässlich. Warum bin ich gerade so schnell gestorben? Das habe ich nicht verstanden, ne? So, jetzt hänge ich dem Schild dran. So, wie löse ich das? Dieses Haus ist nicht schön. So. Wie lösche ich denn nochmal meine ganzen... Gamers Time. ...blöden Wegpunkte? Ey, wie setze ich. Wo sehe ich mal so eine Übersicht über meine Wegpunkte, die ich habe? J, dann öffnest du die Karte. Und da kannst du oben bei der Karte auf die Flagge drücken. Da siehst du dann alle deine Wegpunkte, die du in der Welt gesetzt hast. So, okay, Zander, ich lass mich jetzt aber nicht mehr weiter von dir ablenken, weil du lenkst mich die ganze Zeit ab hier. Ja, genau!
Ich habe mein Leben geopfert, um unsere Trolls durchzuziehen, Digi. Ich habe den gefährlichsten Job. Du hast dein Leben geopfert, ey. Du bist einfach nur tollpatschig da reingefallen. Nein, bin ich gar nicht. Oh Mann, ey. Okay, so, was machen wir als nächstes? Wir machen jetzt den Ofen von Railcraft. Das ist ein okay. Multiblock, deswegen ist der relativ simpel zu bauen. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wo ich meinen Mixer habe. Ach, warte mal, genau, das ist eine gute Idee. Ich mache auch noch mal ein bisschen Juice. Juicy, juicy, juice. Ja, da. Juicy, kommen juicy, die Beeren juice. In den Mixer. So. Und ich kann mal ganz kurz eben noch mal ein bisschen Eisen in die Smeltree reinlegen. Und dann gucken wir noch mal. Brauchen wir Eisen? Warte. Hm? Brauchen wir Eisen? Alter, was ist das für ein Geräusch? Ich hab so... Ach, das ist der Enderman! Welcher Enderman? Das ist ein Enderman! Wo? Wo ist ein Enderman? Ja, hier, der hat sich die ganze Zeit hier geportet. Warte, ich sehe ihn noch. Also ich hole jetzt erstmal das ganze Eisen aus meiner Smeltree raus. Ich müsste das eigentlich mit so einem Redstone-Ding machen, damit das automatisch passiert. Das wäre viel geiler. Hau doch nicht die ganze Zeit ab! Mach du kleines Mann. Mistvieh! Hey, chill. Chill, Bruder. Ey! Ja, ich hab ihn getötet. Schade, keine Enderperle. Okay, gut, wir müssen in Neta. Können wir eigentlich Enderperlen nur so verdoppeln? Nee, ich glaub nicht. Warum müssen wir denn in den Neta? Ja, wir brauchen Sachen daraus. Wir brauchen aus dem Neta, brauche ich einmal Netherbrick und ich brauche Soul Sand. Netherbrick habe ich. Und bei denen am Grundstück weiß ich, dass nicht. Da ein, wie heißt es? Neta-Portal ist. Ich muss jetzt gerade nur gucken. Ja, ja, der hat sich ein Neta-Portal gebaut. Ja, brauchen wir doch gar nicht. Wir können doch rein theoretisch können wir doch über die Stadtmitte gehen. Ja, ja, gehe ich jetzt auch, weil jetzt bin ich schon in der Nähe davon. So, zack, dann gehen wir mal hier lang. Oh. Nehme ich mal die Schaufel in die Hand. Also du könntest, wenn du willst, dich um die Netherbrick kümmern. Da kannst du einfach in der Neta-Festung, da ist ja direkt eine in der Nähe beim Spawn, kannst du einfach die Dinger abbauen, ne? Ja, aber warte mal, ich glaube, wie viel brauchst du denn, wie viel Netherbricks? Ich glaube, ich habe davon welche. Normalerweise... Nicht die roten, ne? Also nicht Netherrack. Ah, ich habe nur einen Netherbrick. Ja, brauchst wahrscheinlich mehr, ne? Ja, ja, kannst ruhig mal so einen halben Stack davon farmen. Das sollte reichen. Und ich kümmere mich darum, jetzt Soul Sand zu besorgen noch. Hä, hey, warum geht das nicht? Junge, ach so, fuck. Wegen Dingens, jetzt weiß ich. So. Ich mach grad Eisen. Mist. Ich verdoppel grad mein ganzes Eisen. Okay. Kann ich das Blut eigentlich irgendwie da rausholen aus dem Ding? Meinst du das? Was ist das, Smeltree? Ich hab da Blut drin. Das nervt mich. Ja, du kannst einfach, kannst einfach dieses Ding abbauen, den Drain oder wie der heißt. Dann geht das raus. So. Okay, den Soul Sand hab ich gleich schon. Dann hole ich auch noch die Nether Bricks. Ach, übrigens, das kann ich jetzt auch mal eben machen. Oh. Ein Stack davon reicht. So, da oben. Das halte ich mal im Inventar. Ist doch hier eine. War doch, glaube ich, eine Festung, oder? Ja, ich habe zwei Hühner. Nice. Jetzt kann ich Hühner vermehren. Richtig glücklich. War hier nicht irgendwo eine Festung noch? Ich brauche eine Festung. Da. Besorgst du gerade alles alleine? Weil ich mache gerade mal eben kurz meine Smeltree. Ja, ich bin jetzt gerade alles hier allein am Besorgen. Ja, ja, weil ich muss eben ganz kurz das Eisen und so besorgen. Damit ich das mal durch habe. Weil ich habe so viel Eisen und so viele Erze und ich möchte die echt mal alle schmelzen. So, ich habe jetzt zum Beispiel 17 Blöcke auf Iron, habe ich schon. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Das können wir alles benutzen für die ganzen. Weil wir brauchen jetzt zum Beispiel für die Elle, brauchen wir zum Beispiel auch 4 Iron-Blöcke und so. Ja. Dann können wir die auf jeden Fall davon schon mal nehmen. Ich glaube, ich habe sogar noch mehr. Ja. Ja, hier habe ich noch welche. Hier auch. Boah, Alter, jetzt ist da so ein dreckiges Skelett, Mann. Ich glaube es ja. Aber das Schwert, das schlägt richtig langsam, was du mir gegeben hast, ne? Ja, das ist normal, weil das so stark ist halt, ne? Ja, ja, klar. Aber du one-hittest damit direkt Creeper und so. Mhm. Oh, da ist ein Magma-Slime, den werde ich töten.
Oh Junge, ich habe so viel Crap im Inventar, ne? Das ist echt nicht mehr normal. Ja, weil ich keine Magma Cream bekommen habe. Schade. Das ist echt nicht mehr feierlich. Jetzt muss ich nur gucken, hier ist irgendwo, glaube ich, der Eingang zum Portal. Ja. In hier? Das ist der Blaze Spawner. Wo haben die denn den Eingang zum Portal hier im Nether? Den muss ich jetzt kurz finden wieder, damit ich zurückkomme. Also soweit habe ich eigentlich alles. Wir könnten jetzt, wenn ich jetzt das schnell hinkriege, in der Folge sogar noch den Ofen bauen. Okay. Das wäre nice. Boah, Alter, für so einen Scheiß-Zombie brauchen wir einfach 4 Hits, ey. Und mich hier one-hits du. Unglaublich. Sehr gut, ich bin bei Dena rausgekommen jetzt. Sehr schön. So. Gut. Also Eisen habe ich ohne Ende jetzt. Ja, ich fliege jetzt gerade auf mein Grundstück. Kannst du schlafen bei dir? Brauche ich gar nicht. Das Warum? Reicht, wenn die 50% der Leute schlafen. Leg dich einfach ins Bett. Ja, ja, geht. Ich habe kein Bett, deswegen frage ich, ob du schlafen kannst. Ach so, ja klar, das kann ich. Warte, ich muss aber eben kurz die Zombies töten. Und nach Möglichkeit so, dass sie nicht in meine Smell Tree fallen. Warte. Ich liege im Bett. Hauptsache, ich habe keinen Skin gerade. Fällt mir gerade mal auf. So. Okay, aber wir sind schon wieder fast am Ende der Folge angekommen. Ja, ich will jetzt noch ihm auf jeden Fall das Ding hier fertig bauen. Okay. So. Boah, nervig, diese scheiß Zombies, ne? Hauptsache, die ganzen Skelette mit ihren scheiß Helmen fangen nicht an zu brennen. Eine Hunde. Ja, irgendwas verkehrt gemacht beim Furnace. So, ist eine etwas ruhigere Folge bei mir, aber ihr könnt gerne auch mal beim Kevin reingucken, Leute. Ich musste aber... Ja, ich habe ihn fertig. Ich musste das jetzt endlich mal machen, ey, sonst wäre ich hier durchgedreht. So, jetzt kann ich da, glaube ich, Stahl reinpacken gleich. Ach genau, und Bären kann ich auch mal eben kurz pflücken. Du. Hä, was ist er denn? Ach so, ich habe noch einen Blitzrod, ne? Ich weiß nicht, ob wir die brauchen können, aber ich hab's. Weißt du, wofür man Blitzrods gebrauchen kann? Kevin? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ja. Hallo, hallo? Ah, jetzt. Ja, toll, ich bin auf diese Taste gekommen. Warte mal. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, sehr gut. Weißt du, was in den Blaze Furnace für Material kommt, um den zu befeuern? Nee. Ah, okay, dann muss ich da in der nächsten Folge gucken, Leute. Ja, in der das nächsten Folge bin ich auch wieder mit am Start. Ich habe jetzt mein ganzes Eisen verballert, weil ich wollte das unbedingt machen, damit ich endlich mal das Eisen habe. Wir haben Eisen 21, nee, wir haben 22 Eisenblöcke und da kommt noch mehr. Und Gold und so kann ich auch noch verdoppeln. Also wir haben auf jeden Fall genügend von diesen Grundressourcen, die wir brauchen. Ja, und wir können jetzt Stahl herstellen. Das habe ich jetzt auch ermöglicht. Und hier Stahl mit machen wir bestimmt aus Eisen, ne? Ja, ja, das habe ich ja schon drin und alles. Ich muss nur gucken. Ich glaube, wir brauchen so eine besondere Kohle, die muss hergestellt werden erstmal. Okay. Ich habe Charcoal, ist es das? Charcoal? Weil die habe ich von den Buddies abgezogen. Die lag da auf dem Boden. Ja, dann ist die das, glaube ich, die ja, Kohle. Ja, 7 Stück. Die wir brauchen. 7 Stück habe ich davon. Charcoal, das okay. Kann sein, dass sie das ist. Gut, wir gucken uns das in der nächsten Folge an, Leute. Wenn euch die Folge Spaß gemacht hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst doch gerne ein Abo da, schaut gerne beim Gamerstime vorbei. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.